Ja. Okay. Das hast du jetzt nicht gemacht, oder? Doch. Ich hab grad Hallus. Ich nicht. Das Schwanken ist, denke ich mal, keine Halluzination. Okay, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Zetas, nicht jetzt! Ja. Ich fühle mich ein klein wenig unwohl. Wir gehen zum Aufzug. Wir gehen zum Aufzug. Erster vernünftige Plan. Mistvieh, lass mich los. Baller! Nachladen. Scheiß Zeitpunkt. Ja. Wir sind schon da. Ja. Bereit, wenn Sie es sind, Norton. Norton! Centers, haben wir die Position der Maschine? Ja, das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Da gibt es einen Eingang für den Berg weiter hoch. Unterhalb einer zweiten Grabung. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Ja! Ich kümmere mich um ihn. Denn. Ja. Ich lebe dich. Wir verhakt das nicht. Alles klar. Ich finde diese Aussage, ich kümmere mich um ihn, ziemlich schwammig. Wirft ja noch ein Medipack ein, sobald du wieder was kannst. Ja, jetzt kommt das Ding, wird uns ja wohl jetzt nicht aufhalten, oder? Hab ich gerade auch versucht. Ah, jetzt geht's auch. Irgendwie habe ich das Ding aber nicht getroffen. Mit Schlüsseln hat er es nicht so. Nee. Zu kompliziert. Ja. Ich bring ihn um. Ja. Sobald wir ihn sehen, keine Diskussion, Kugel verpassen die anderen Bahn. Ja. Wobei ich ja sagen muss, er war schon nett, dass er unsere Waffe aus dem Loch wieder rausgezogen hat. Die Frage ist, brauchen wir die Sondenwaffe jetzt noch? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Denke ich auch. Das heißt, ich nehme meinen Planet Cracker wieder mit. So, dann verkaufe ich die beiden kleinen Medipacks. Nur wie kriege ich den jetzt hier raus? Die Waffe? Muss auf den Safe gehen. Und dann? Klickst du den in deinem Inventar an, drückst E. Der ist doch nicht im Inventar im Safe. Achso, dann geh auf eine andere Waffe. Der hat eine, die Waffe, die du auf dem zweiten Slot hattest. Okay, hab ich. Kann ich denn hier noch was verbessern? Ja, in letzter Zeit wenig bekommen. Doch, hier kann ich noch was machen, oder? Zwei Clip, ein Schaden, zwei Clip, ein Nachladen. Ich höre was, das gefällt mir gar nicht. Nein, hier war gar nichts.
Sag mal, wir sind ja auf die blöde Idee gekommen. Wir suchen uns so ein halbtotes Vieh, tauen das auf, ziehen die Beine auseinander und kriechen ihm in den Arsch. Berechtigte Frage. Wie kommt man auf so einen Plan? Frage ist, ob wir es nicht jetzt wieder einfrieren können. Wahrscheinlich nicht. Taktisch tot, wenn hier irgendwas taktisch tot ist, heißt es, das tut in den nächsten 2 Minuten aufstehen und uns umbringen. Da hast du praktisch recht. Hier liegt eine Kiste, ich habe eine Kiste hier vor die Tür geschmissen. Wenn ich direkt hinter dir laufe, sehe ich das schon. Da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Neue Medipacks, ist doch schön. Ja. Möchtest du welche abhaben? Ich hab lauter Medipacks hier drin, lauter mittlere. Gefällt das hier alles nicht? Mir auch nicht. Schon wieder eine Bank. Jetzt sind sie wieder ganz schön großzügig mit den Teilen. Und wenn wir gleich welche brauchen, finden wir keine. Autsch. Achso, das warst du, ist in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn in die Fresse gekriegt. Sie glauben gar nicht, welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clark. Und hier sind wir, auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind die uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey, Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Entschuldigung, Frau Schumals. Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, sie versprach mir ein Schiff, Danik. Wir hatten einen Deal. Ja, tut mir leid. Hey, das will ich machen. Aber ich kann nicht auch nur einen von Ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Ach, du Held! Ja, ne? Ja, ich bin hier der Einzige, der Nägel mit Köpfen macht. Wir haben doch Granaten! Du hast die ganze Zeit gehabt, du Schwein! Falsch, ich habe sie dem Typen abgenommen, den ich... Wie heißt er doch gleich? Niedergeschlagen hab. Ich hoffe, der verteilt die Waffen auch richtig, ey. Ach, unser Freund kommt wieder. Nein, das ist ein anderer. Wollen Sie mich verarschen? Ja, ich hab's gesagt, ich hab's ganz genau gewusst. Wir tauen so ein Vieh auf und dann hauen wir es an der Backe kleben. Ja, und du musst natürlich wieder mitspielen da drin, ne? Ja. Ich hab's genau gewusst. Ich hab ehrlich gesagt gerade kein Ziel. Ja, nicht so sicher. Jetzt habe ich eins. Wo? Unterm Bauch. Mit der Sonne im Rücken ist das gar nicht so toll.
Klar, der wusste genau, wohin ich mich abrolle. Versuch dir die Viecher abzuknallen, die hier stehen, die kleinen. Ach so, der rotzt die raus hier. Ja. Jetzt halt. Sind die komischen ja, Bubbel. Ja, hauptsächlich auf dich aufgesehen. Warum sage ich? Haut er auf dich, ne? Mhm. So ist richtig. Gefressen worden. Ich auch. Wenn wir es beide geworden sind, vielleicht soll es dann so sein. Hm? Ja. Gut. Das ist ja eklig. Wieso, wir waren gerade schon mal in so einem Vieh drin. Ich, aber das war tot. Praktisch tot. Warum bist du jetzt auf einmal grün? Du warst die ganze Zeit nicht grün. Doch, seitdem ich den Zeugenanzug anhabe, bin ich wieder grün. Nein, da bist du immer türkis. Das ist eklig. Hm. Ich hoffe mal, die Anzüge sind säurefest. Na super. Aua. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich glaube, jetzt kotzt er uns aus. Ja. Wir haben ihm wohl nicht geschmeckt. Ja, ich glaube, die Magentablette war nicht so seins. Was ihn aber nicht davon abhält, immer noch stinkig zu sein. Ja, wenn ich dein Magengeschwür von innen aufplatzen lassen würde. Ich glaube, ich habe das unterschätzt, er ist umgefallen. Schon wieder kriegst du eins in die Fresse. Vielleicht darf ich ihn ja mal jetzt erschießen. Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lange. Captain! Zurück, Sergeant! Das ist alles deine Schuld! Sie liebt dich nicht! Tschüss! Ja, endlich hast du es erledigt. Könnt jetzt bitte so ein Vieh kommen, seinen Kopf nehmen, damit ich ihn nochmal erschießen kann? Kommen Sie. Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier. Ja. Kann ich das Ellie erklären? Hey, sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Ich finde deinen roten Rollkragenpulli ja total schick, ne? Ich hätte ja gesagt, wir behaupten, ich habe ihn erschossen. Genau, erstmal mein Foto mitnehmen. Ich sag trotzdem, wir behaupten nicht was, okay? Warte, ich muss mal immer auf Nummer sicher gehen hier, ja? Ja, mach mal, verteile ihn. Ich glaube, ich muss mal ein paar Meter weg raus und ein bisschen Munition reinschmeißen. So. Ja, ich glaube, das reicht. Endlich sind wir den los. Dann auch, wenn wir in die richtige Richtung, ja, tun wir. Mein Bot will raus. Ja, meiner auch. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt einen schönen Punkt, um jetzt hier einen Cut zu machen. Ja. Bevor nämlich gleich wieder irgendein Spiel abkackt. Ja, mein Freund ist tot. Unsere Bots liegen hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Jo, bis zum nächsten Mal. Dann, Servus. Servus.